Also ich verlese den Beschlussvorschlag. Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Nahe und des Schulverbandes Sülfeld beschließt, die Grund- und Hauptschule Nahe und die Hauptschule Sülfeld werden ab dem Schuljahr 2007-2008 zu einer Gemeinschaftsschule verbunden. Schulträger soll zukünftig ein gemeinsamer Schulverband sein. Die Mitgliedsgemeinden der Schulverbände werden gebeten, entsprechende Schritte zur Änderung der Schulträgerschaft einzuleiten. Dann bitte ich um Handzeichen, wer denn diesem Beschlussvorschlag zustimmen kann für den Schulverband nahe die stimmberechtigten Mitglieder. Das sind, zählen wir mal genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube 7 von 7 anwesend. Das wäre für nahe dann einstimmig und ich bedanke mich recht herzlich. Ja. Vielen Dank. Ich lasse jetzt für den Schulverband Seetz-Ülfeld abstimmen. Wer dieser dem Beschlussvorschlag so zustimmen kann, bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Ja, dann so ist von beiden Schulverbänden diesem Beschlussvorschlag einstimmig zugestimmt worden. Ich kann mich dafür noch nur recht herzlich bedanken. Es liegt eine Menge Arbeit hinter uns und vielen von uns. Und es liegt auch noch eine Menge Arbeit vor uns. Die wollen wir aber gerne tun für die Kinder und für die Familien hier in unserem Bereich. So, Herr Voss, ja. Ihre Eindrücke heute. Ich freue mich. Sie freuen sich. Das ist einer der historischen Augenblicke hier im Leben eines Schulverbandsvorstehers. Und ich kann mich halt befassen. Das ist schön.